Bist du Brokkoli? Ne, ich bin Brokkoli. Du bist Black Nigel. Black Nigel, Alter. Die Mr. alte Black Maschine. Nigel. Nicer Nice Dicer. War Waffle Dicer. So, 10 Sekunden geht's los. Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist euer Giga Grivy und ich bin auf revinside.tv mit dem lieben Mini-Checker. Hi. Hallo. Und wir spielen nämlich Bad Wars auf einem Server, auf dem ich jetzt nicht so oft war. Also zumindest nicht in den Aufnahmen. Und ich habe hier Bad Wars tatsächlich noch nie gespielt. Aber der liebe Mini-Meat-Checker, wir haben letztens mal eine Aufnahme hier gehabt. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da. Nein. Nein. Oh Gott. Wie peinlich war das denn? Der peinlichste Wurf überhaupt. Oh Gott. Der ist ein ganz, ein richtiger Vollprofi, ne? Bad Wars ist ja so dein also, Ding. So, ja, das stimmt schon. Also ich habe jetzt insgesamt schon seit 2 Jahren spiele ich Bad Wars und habe auch ESL Bad Wars gespielt, habe da auch schon einige Titel geholt, sage ich mal. Und genau, jetzt spiele ich halt normalerweise immer auf Revi, weil hier das Anti-Cheat meiner Meinung nach am besten ist. Und okay. Ja, da muss ich jetzt entschieden, mal eine Runde Bad Wars zu spielen. Das klingt gut. So, ich hole mir jetzt einfach mal... So, was empfiehlst du so an Sachen, also die man sich Anfang kaufen soll? Ist es immer... ein Stick, also ein Knockback-Stick. Ja. Und eine Spitzhacke, Blöcke und vielleicht ein Steak. Was ich dir empfehlen kann, immer so vor den Leuten so einen Block setzen, weißt du? Block? Wenn die so ankommt, guck mal. Wenn ihr so ankommt, einfach hier einen Block setzt und wenn der dann dran läuft, dann gibst du ihm einen Hit. Ah, weißt ja, du? Okay. Mit der Sprint Reset, dann wird der Sprint sozusagen gedrosselt und du kannst eben locker einen Hit geben da. Ja, mir ist ja aufgefallen, gerade bei den ganzen Bad Wars-Geschichten, ist es halt echt so, dass du ganz schnell hin und her switchen musst von deinen verschiedenen Items, die du hast, und ja, das musst du alles ganz schnell du musst verwenden. Hotkeyen können. Allerdings brauchst du eigentlich, darum macht man sich auch normalerweise immer so ein Hotkey noch auf die 9 oder so, wo du dann deine Blöcke drauflegst, damit du da Block Safe machen kannst, weißt du? Okay. Block Safe, weißt du, was das ist? Ja, nicht so richtig. Erklär also, wenn ruhig du, mal. Wenn du, Beispiel, wenn du hier einer kommt und dann schlägt er mich so, dass ich mich noch an der Seite, dass ich unter mir so einen Block place. Ach so, aha. Die Map ist natürlich jetzt relativ simpel gehalten, ne? Aber es ist eine Legenden-Map, muss man sagen. Ich pushe mal direkt zu Rot. Okay. Da kommt nicht einer. Ich würde dich aber mal protecten ein bisschen. Aber bei der anderen Seite kommt auch einer, ne? Nee, die gehen aber nicht auf uns. Der wird gerade. Na gut. Ich mach das, ja, ja, ich mach's einbauen. Gut. Oh. Hast du's? Sehr schön. Hast du die beide? Nice, ja, sehr schön. Sind beide tot. Das erste Team ist damit auch schon ausgeschaltet. Sehr schön. Boah, das ist so richtig. Das ist so richtig mit Geschwindigkeit und allem drum und dran. Ach so, na, ich habe auch drüben meine Sachen jetzt so hingeschmissen. Also die kann ich mir auch da wiederholen. Ja, da ist einer jetzt. Das ist jetzt kritisch. Echt jetzt? Ach nö. Ja, mach das einfach nicht. Das ist nicht so. Du kannst ja auch einen Teleporter holen, aber dann lag zu wenig Eisen jetzt gerade da. Das kostet immer 10 Eisen. Ach, hier gibt's sogar einen Teleporter. Okay. Bleib mal unten bei der Base, Otto. Einfach, geh zum Bett da runter. Ja, ich warte mal, bis er kommt. Warte, ich gebe ihm jetzt mal... Warte, er ist jetzt gleich, er ist ein bisschen über dir jetzt. Wie Airhits oder so. Warte, okay. Air. Jetzt kommt er runter. Und da ist er unten. Jetzt fällt er runter. In der Luft. Weißt du, das sind auch Airhits. Das kann man ja auf Revi ganz gut machen, dass du in der Luft, wenn du springst, also du musst es gut timen, wenn du springst und dabei, wenn der Typ 3, 4 Blöcke über dir ist, springst und dabei bekommst du dann kein Knockback mehr, weißt du? Okay, ich gehe mal direkt zu Team Grün. Ich seh's was ja auch gerade ganz gut auf der Map ist, sie einfach an der Seite einzubauen, einfach mal 2 Blöcke abzubauen. Und dann ist man eigentlich schon im Bett drin, sag ich mal. Gut, du machst das da gerade ganz geschickt. Dann, ja, genau. Macht das hier ganz allein, macht ihr das hier. Der ist ja eiskalt, der zieht da durch, da kennt er nichts. So, hier kommt ein Typ mit seinem Knockback-Stick. Ja, place am besten Blöcke vor dir. Ja, ja. Und dann so, dass du einen Hit bekommst. Weil die, wenn die sich hochbauen, immer einen Hit geben. Achtung. Oh, der ist immer noch hoch. Ja, du kannst ihn eigentlich stompen. Mist. Sehr schön, okay. Aber du hast ihn schon mal down, das ist schon mindestens... Schon mal die eine Miete. Jetzt hast du den anderen erledigt, oder? Nee, hast du noch nicht. Normalerweise ist es so, dass die ganzen Leute nur mit Stick und mit Knockback, also mit Stick und mit Spitzhacke Blöcken spielen. Mhm. Allerdings, wenn das auf solche Maps spielt, man dann auch mal mit Full Equip, weil das sich gut lohnt, die reinzupushen mal. Ja. Letztes Team auch noch geholt. Nice. Gecarried. Das war's. So. Du bist ja auch noch nicht so der. Ja, eben. Man muss sich ja erstmal ein bisschen reinfitzen. Genau. So, jetzt sind genau sie auf dem Weg. Jetzt sind sie wieder, jetzt okay, kommen sie langsam. So, der muss jetzt eh kommen. Der, wir haben ja Zeit. Uns eilt ja nichts. No. Okay, gut, und tschüss. Auch, oder? Ja, okay. Müsst ihr ja, nice, sehr schön. Erste Runde gewonnen. Würde ich sagen, gehen wir gleich in die noch zweite. Zwei. Was? Wir haben noch 2 Gegenspieler. Ach so, oh, ich bin jetzt runtergesprungen. Ja, schade. Okay, nice, cool. Ich kann ja mal eine kleine witzige Story geben. Es gibt jetzt so eine Sprengweste. Ne? Wenn du stirbst, dann spreng ich das mit hoch. Ich bin runtergefallen, ich bin ein Vollidiot. Da gab es richtig viel Kritik so von den Usern, weil die das zur Zeit der Anschlägen in Frankreich gemacht haben, so weißt du. Ja. Dann die so eine Sprengweste rausgebracht. Ist ein sensibles Thema. War jetzt nicht so das beste Timing von Remisar, muss man sagen.
Nee, nee. Ich glaube, der Typ kommt jetzt, kann das sein? Ja, ich habe ihn gesuicided. Okay. Bis dann. Dann haben wir jetzt gewonnen. Ja, haben wir. Ja, geil. Jetzt aber ab in die zweite Runde. Ja. Bist du Basti? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Jump mal, spring mal bitte. Ja. Springen wir bitte. Ja. Ja, okay, ich bin. Okay. Hallo. Hallo, Kalakos. Hallo. Hallo, Hallo, Basti. Okay, boah, das ist hier mega krass. Man muss sich wirklich reinfitzen. Wenn du das nicht gewohnt bist, ist unfassbar. Ja, ich kenne das ja immer nur so, die Maps sind groß angelegt mit Häusern oder mit irgendwelchen Türmen. Und dann musst du halt gucken, erstmal dich in die Mitte zu bauen. Und hier ist das alles dann doch nochmal so ein kleinen Tick anders. Man muss erstmal sich reinfitzen, aber mega krass. Ja. Also es ist, ich finde es auch gut, dass die Maps nicht so auf die Schönheit, sondern einfach auf diese, Einfachheit, sag ich mal, gebaut sind, weißt ja. du? Ja, also richtig PvP-Pros halt, ne? Musst du für die richtig harten Jungs so. Für die richtigen Bad Boys, die Schwitzer hier. Die richtigen harten Bad Boys Schwitzer, ja. So wie ich. Zum Beispiel auf Revi ist es so, da kannst du normal Maus abusen. Sagt dir das was bei Begriff, Maus abuse? Was? Nee. Das ist, streichst du über deine Maus so. Ja. Und machst damit so 30 CPS. Also 30 mal Klicks pro Sekunde. Okay. Und auf Revi ist das so geregelt, wenn du umso mehr Klicks du hast, umso weniger Knockback bekommst du, weißt du? Aha. Und auf Gomme ist das zum Beispiel geblockt. Das heißt, also manche Revi-Spieler sind auf Gomme zum Beispiel nicht so gut. Auf Gomme sind manche Spieler wegen Revi-Unterschied nicht so gut. Also das, da unterscheidet man immer noch so ein kleines bisschen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist total krass. Ich, zum Beispiel, ich jitter manchmal, so wenn ich, keine Ahnung, so ein Jittern ist doch so hin und her wackeln, ne? Ja, wie so ein Epileptiker so. Ja, ja, genau. Da hast du ja ein wunderschönes Video hochgeladen, ich hab's leider noch nicht gesehen. Da geht's ja um Gesundheit. Genau, da geht's erstmal um Gesundheit, denn... Ist das ernst gemeint? Ich weiß, ich hab's... Das ist ernst gemeint. Weil, wenn du jitterst, kannst du dir ernsthaft Krankheiten zuziehen oder Verletzungen, die nicht schön sind. An der Hand. Und deswegen habe ich da mal so ein Video gemacht, wo ich ein bisschen erkläre, was man dagegen machen kann, was man, solche Fingerübungen, würde ich dir auch empfehlen, wenn du mehr zockst, so, dass du immer wieder mal solche Fingerübungen machst. Das ist ja hier Wahnsinn, dann wird man ja noch zum Therapeuten irgendwann. So, Leute, ich bin jetzt OP. Ich bin jetzt OP, Leute. Ich habe Unendlichkeitsbogen, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt ist die Party angesagt. Also, ich will jetzt nichts sagen, aber auf Revi spielt man nicht so mit Bogen. Warum so. Nicht? Bogen sind total cool. Bögen das ist so, cool, das wird ja als, keine Ahnung, auf Revi spielt man meistens ohne Bogen, weil es einfach nur abfuckt den Leuten. So. Ja, das stimmt. Ja, aber du kannst auch mit Bogen spielen, als Noob darf man das so ein bisschen. Nicht, dass du jetzt, ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten oder so. Ja, eben. Boah, Hilfe! Geh weg! Stirb! Okay, nice. Nein! Oh, ich bin so ein Idiot. Jetzt hat er mich mit dem Knockback-Stick weggehauen, hat er mich. Ach, Mann. Okay, der kommt zum Beispiel bei Quatrix, das ist auch so ein Battles-YouTuber. Oh, da kommt einer. Ah, Hilfe! Okay, Moment. Warte. Wir legen mal das hier weg. Ach, jetzt krieg ich den nicht. Hä? Hey, wieso kann ich ihn nicht hitten? Ach, der kommt. Sehr schön. Okay, gut, alles klar. Nur Schwert hier. Und geh ins Kopf damit rein. So. Und bleib einfach, geh ins Kopf mit der Seite. Weil ich sterbe jetzt. Du musst einfach nur ins Bett. Ja, einfach. Ja, ich bin da. Ins Kopf nebenbei reinstellen. Okay. Er baut uns das Spawn ein, egal, plepp. Aber ich kann ihn doch einfach töten, oder nicht? Nein. Er wird dich bangen, so. Okay. Okay, das Beste von ihnen. Bleib auf Bett stehen. Du bist so safe in dem Cop-Ups. Der kann nichts machen gerade. Das Einzige, was er machen kann, ist sich hinter Bett. Achso, komm! Gib ihn nach hinten. Ja, wenn ich rankäme. Oh mein Gott. Mist, aber ich habe ihn wenigstens gekillt. Ja. Ja, wer braucht schon ein Bett? Wer braucht ein Bett bei Bad Wars, jetzt mal ehrlich? Wer braucht das schon? Leider. Was, du bist down? Ja. Nein! Ich hang im Kopf. Ach ja, stimmt. Ach Mist. Okay, jetzt muss ich allein regeln. Ich mach die jetzt alle fertig. Ich mach sie alle platt jetzt. Das ist jetzt mein großer Moment. Oh shit. Geh einfach geradeaus da. Okay, spring runter und geh auch geradeaus zu dem Typ. Geradeaus. Ja, genau. Zieh einfach durch. Zieh durch, Junge. Boah. Ach, du kannst auch mal Plöcke placen und dann musst du nicht immer ab an die Plöcke. Genau. Okay, er checkt sich. Du gehst hin. Okay. Du jumpst, du tust den Typen jetzt einmal mit dem Knockback-Stick und tust einfach runter knocken. Aber ich habe ja keinen Knockback-Stick. Dann einfach nur so mit der Hand. Und jetzt baue ich mein Bett ein. Einfach auch Bett einbauen mit Blöcken. Aber ich kann es doch. Einbauen. Wieso denn einbauen? Einbauen. Mach's einfach, bitte. Gut. Sehr schön, gut. Der kann ich nicht mehr kicken. Schwert abbauen mit Schwert. Okay, pass auf. Jetzt sind beide da, bleibt einfach da drin. Okay. Sehr schön. Achtung, der ist noch da. Gut, der andere ist noch da. Achtung. Der ist Mann, gut. Der hat einen Schwitzernamen. Pass auf. Er hat einen Schwitzernamen? Soll ich den töten? Du musst bauen den Weg. Oh, okay. Hä? Okay, schade. Was? Er konnte die Airhead geben. Ach so. The fuck? Ja. Oh Mann. Einfach die nächste Runde. Trotzdem gut, das wird geholt. Da muss er wieder voll drin hier. Richtig Adrenalinkick.